Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf der Fit Academy. Heute habe ich meine praktische Vorprüfung. Es geht nicht darum, ob ich heute bestehe oder nicht, sondern eher, dass ich das Gefühl kriege, wie diese Prüfung abläuft. Oh nee, du hättest auf den blauen Zug gucken, siehst du das nicht? Mhm. Schaut auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr euren Führerschein schon habt und wie eure Prüfung war. Und ich würde sagen, wir beginnen mit dem Video. So, wir wollen heute Vorprüfung zusammenfahren. Das wird nichts anderes sein wie eine normale Prüfung. Ich werde die Fahrstrecke ansagen, wo wir langfahren. Wenn ich nichts sage, fahren wir geradeaus. Wenn irgendwelche Fragen auftreten sollten während der Fahrt, wenn du nicht weißt, wo du hinfahren sollst oder was du machen sollst, dann immer frühzeitig fragen. Okay. Peter kommt nicht da durch. Wo? Da. Oh. Klar. Wir sind da nicht durchgekommen. Okay. Ja. Mit Schwung. Okay, drei Sachen zum Anfang. Wo die Hupe ist, weißt du sicherlich? Ja. Okay. Die Nebelschlussleuchte, woran erkennst du die? An dem gelben Licht. Okay, dann mach das mal an. Das gelbe Licht. Und dann überprüfst du mal noch die Funktion deiner Feststellbremse. Musst du mal einen Gang einlegen? Ersten Gang. Den Handbremshebel hochziehen und oben halten. Achso. Oben halten den Handbremshebel, jetzt versuchst du einfach loszufahren. Also gehst an Schleifen dran. Jetzt drückst du Kupplung wieder rein. Okay. Und so überprüfst du die. Okay. Okay, dann können wir losfahren. Kommen wir da sicher durch? Du bist doch Kapitän. Ich? Okay, dann fahren wir nach rechts raus und wieder rechts. An der Kreuzung dann nach links.
fahren wir nach rechts Richtung Schleizkreis. Und dann die nächste nach rechts abbiegen, bitte. Nach links bitte. Und an der Kreuzung dann rechts abbiegen, bitte. Und dann fahren wir die nächstmögliche nach rechts, bitte.
noch recht. Und dann fahren wir nach links weiter. Hier, ne? Ja. Und dann parken wir bitte rückwärts auf der rechten Seite ein zwischen diesem grauen Auto, also hier rechts in diese Lücke, die kommt. In die hier. Ach, in die da. Okay, das passt. Dann können wir nach links wieder raus aus der Lücke. Mal wieder zur Ausfahrt und dann verlassen wir den Parkplatz. Nächste nach rechts. Und dann die nächste nach links. Rechts der Straße voll.
Und dann suchst du dir eine geeignete Stelle zum Umkehren, dass wir hier wieder zurückfahren können. Warst du schon mal Osterstein hier oben? Mhm. Schloss Osterstein hier oben? Nee. Also ich war mal hier, da war irgendwie hier so ein Fest gewesen. Das Umkehren war soweit in Ordnung gewesen. Dann die nächste nach rechts, bitte. Nächste dann nach links. Oh nee, nee, das geht. Also entweder oder mach ich nicht. Wird zu schnell. Oh Mann, das ist nicht geklingelt. Ja, geklingelt hast du aber nicht. Ich habe auch gebremst. Das weiß ich nicht.
Du hältst auf den blauen Zugkupfer, siehst du das nicht? Mhm. Siehst du da vorne den Ford, diesen schwarzen Kombi? Mhm. Da bleiben wir daneben stehen und parken dort rückwärts ein. Ja, fahr mal vorsichtig aus der Lücke raus. Am Ende biegen wir dann nach links ab.
dann die nächste nach rechts. Dann am Ende der Straße nach links. Fahren wir nach links weiter. Dann rechts.
geradeaus weiter. Bleibt mal bitte neben dem blauen Auto jetzt hier stehen und parken wir hier nochmal rückwärts ein. Zweimal probieren, oder? Oder war das eben schon das? So, so stehen wir ganz gut da. Warum machst du es dir dann so schwer? Genau, wie groß die Lücke ist. Ich dachte, die andere war schon groß, aber... So, kriegst du da ein Flugzeug hingestellt. Du weißt nicht so richtig, wo du hinlenken musst, oder? Ja. Ja, wir fahren mal weiter.
das Auto, was wir gerade waren, kriegst du geschenkt. Hm? Nee, nicht geschenkt. 500 Euro kriegst du das? Mit in der Hand. Ja, muss ich kaufen oder was? Ja. Mit in der Hand. Nee. Dann fahren wir rechts auf das DK-Gelände zurück. Okay, Melina, und was meinst du so zu deiner Fahrt? Sehr schlecht. Sehr schlecht, warum? Zwei Tage nicht gefahren vielleicht. Hm? Zwei Tage nicht gefahren. Ich glaube auch nichts. Okay, wir sind hier losgefahren. Der Anfang war jetzt ja gar nicht so schlecht gewesen. Jetzt sind wir hier statt einwärts gefahren, rechts abgebogen. Richtung unterm Haus, wo du da so diese Schienen immer reinfahren musst. Ja, da hast du zwar schön über den Spiegel geguckt, aber so ein Schulterblick, bevor du reinfährst, wäre auch noch schön gewesen. Also Spiegel gucken, Schulterblick, das wäre schön gewesen. So, da sind wir am Ende der Straße rechts abgebogen, weitergefahren und dann habe ich ja gesagt, die nächstmögliche nach rechts. Ja, da wolltest du dann gleich die erste reinfahren, aber das geht ja nicht, weil das eine Fahrradstraße ist. Ja. Das hast du dann später gesehen noch, oder wo der Marco dann gelenkt hat, oder? Ja, dass ich ja nicht reinfahren darf, weil ich habe... Okay, da ist auch die nächste rechts abgebogen, das war ja dann soweit in Ordnung, rechts auf dem Parkplatz. Haben dort quer geparkt, das war dann soweit gut gewesen. Mhm. Beim Rausfahren dann aus deiner Parklücke kam dann wieder nach rechts vor links auf dem Parkplatz. Ja. Dann musst du halt gucken, da hat der Marco dann gebremst, war dann praktisch wieder rechts vor links. So, dann sind wir rechts rausgefahren, die nächste Straße wieder links, ein bisschen dem Straßenverlauf gefolgt, dann solltest du dann im weiteren Verlauf einfach mal umkehren. Mhm. Halt sehr weit hinter oder den Parkplatz, den musst du ja nicht nehmen, da links war, bist halt weitergefahren und da kam wieder eine Straße von rechts. Mhm. Da kam ein Auto von oben, da wolltest du halt die Lücke nutzen, war ja im Grunde nicht verkehrt, aber der falsche Gang. Das schwarze, das da stand oder? Ne, der von rechts oben kam, war der okay. Schwarze. Achso, ja. Mhm. Den hast du dann mehr oder weniger dazu gezwungen anzuhalten, weil wir ja mitten auf der Kreuzung dort standen. Mhm. Also wenn, musst du dann gucken, dass der richtige Gang drin ist oder bleibst halt stehen. Ja. Also nicht auf Zwang versuchen, da durchzufahren. Mhm. So, da sind wir weitergefahren. Zum Umkehren. Das Umkehren an der Stelle war soweit in Ordnung gewesen. Mhm. Da vielleicht noch ein bisschen mehr nach hinten schauen. Dann sind wir dort wieder rausgefahren. Aus dem ganzen Viertel wieder so ein bisschen stadteinwärts. Und dann mal über die so eine Brücke wieder und wollten links abbiegen. Da kam dann Gegenverkehr und links war so ein Transporter, diese enge Straße rein. Wo der Marco dann eingegriffen hat. Mhm. Vor dem Abbiegen stand ein Fußgänger, so ein bisschen ein Zerzauster. Was musst du mit dem machen? Drüber lassen. Dann vom Fersten da. Stehen bleiben, mit dem irgendwie Kontakt aufbauen und Zeichen geben. Wenn er dich durchschwingt, darfst du fahren. Wenn nicht, musst du halt stehen bleiben. Mhm. So, da sind wir diese enge Straße reingefahren, da hast du dann ganz schön Gas gegeben und dann hat dann irgendwann der Marco mal gebremst. Ich bin da noch nie lang gefahren, nicht so eine Straße. Ja, es war eine anspruchsvolle Strecke gewesen. Aber es kann ja mal sein, du verfährst dich und kommst in so eine Straße. Was willst du denn dann machen? Ja. Da kannst du ja nicht in Luft auflösen oder sagen, nee, ich bleib hier stehen, bis die alle weg sind. Du musst halt einfach langsam fahren, links, rechts gucken, dass das passt mit den Abständen und dann halt einfach langsamer fahren. Mhm. So, das Einparken dann im weiteren Verlauf hat dann nicht ganz so gut geklappt. Weil du halt ja hier am Anfang auch gelenkt hast. Ne? Mhm. Ein Auto, eine Umdrehung, also maximal. Du hast aber halt voll eingelenkt, dann ist das Auto viel zu steil rumgekommen und dann hast du gar keine Chance mehr, dort reinzukommen. Dann haben wir das halt hier oben nochmal probiert, da hast du dann aber auch nicht so richtig gewusst, wo du hinlenken musst. Ne? Mhm. Das musst du dann halt mal noch ein bisschen üben. Ja. Prinzipiell ist es ja nicht schwer, daneben stellen. Und die richtige Ausgangsposition, wie weit fährst du da ungefähr vor? Ja, irgendwas. Ja. Mit dem. Das ist was anderes. Oder bis zum. Nee.
Dein Spiegel maximal an den sein Spiegel. Ich dachte, das wäre nur beim Rückwärtsparken, dass ich dann weiß, ob ich noch weiter nach hinten muss. Ja, nein, in so eine Parklücke, wo ich so einfach. Ja, da hast du das, was du meinst wahrscheinlich. Dass da von dem da der Mitte oder das Licht siehst. Ich weiß nicht, was du mal gesagt. Das ist Emblem. Und der Spiegel ist an der B-Säule. Also beim Längsparken, wenn du hinter einem Auto parken sollst, so wie da oben, da fährst du maximal so weit vor, dass dein Spiegel an den seiner Spiegelhöhe ist. Und das ist wirklich das Maximum. Also vielleicht dann lieber, wenn du eine große Lücke hast, kannst du auf Spiegel B-Säule stehen bleiben. Und dann auch nur eine Umdrehung einlenken, sonst fährst du halt zu steil rum und dann kommst du dann praktisch vorne auch nicht mehr rein, weil du hinten ja schon anstößt irgendwann. Also das mal noch ein bisschen üben. Ja. So als Gesamtergebnis, als Prüfungsfahrt wäre das nicht bestanden. Aber das ist jetzt auch nicht Sinn und Zweck, dass du jetzt hier bestehst und sagst, ja, ich bin super toll. Das ist nur erstmal so, dass du weißt, okay, so könnte es sein, wenn der Prüfer drinnen sitzt, dass die Ansage einfach mal von woanders kommt und du einfach auf dich allein gestellt bist. Ja. Nee, es waren auch gute Sachen dabei gewesen. Das, was jetzt nicht so gut gelaufen ist, dann einfach mal ein bisschen versuchen zu verbessern und dann sollte das schon klappen. Das war's jetzt mit der praktischen Vorprüfung. Es war so ein bisschen ja, aber es ging auf jeden Fall. Ich weiß jetzt, was ich falsch gemacht habe und das werde ich besser machen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Nicht vergessen zu abonnieren und bis dann.